Sie in Katowice die Weltklimakonferenz. Was hat Deutschland sich für diese Konferenz? Bei der Klimakonferenz in Katowice geht es darum, ein robustes Regelwerk zu verabschieden. Es ist wichtig, dass die Klimaziele, die sich die einzelnen Vertragsstaaten, es sind fast 200, vorgenommen haben, auch transparent und vergleichbar sind. Denn jeder Staat schaut auf den anderen, dass er auch wirklich seine Ziele erreicht und einhält. In Paris haben sich fast 200 Staaten auf verbindliche Klimaziele festgelegt. Auch wenn die USA den Ausstieg angedroht hat, so macht dennoch die Wirtschaft dort weiter. Trump hat seiner Wirtschaft dort einen Bärendienst erwiesen. Denn in der Entwicklung von Umweltinnovationen steckt auch eine enorme Chance. Und ich weiß von den Bundesstaaten und vielen Kommunen sowie von vielen Kongressabgeordneten, mit denen ich mich regelmäßig treffe, dass die Basis in der USA auch weiterhin an den Klimazielen festhält. Und die anderen Staaten der Welt, die arbeiten auch intensiv daran, ihre Ziele zu erreichen. Als Abgeordnete trifft man sich dort natürlich mit Vertretern anderer Delegationen. Es geht darum, auch die anderen Staaten mitzureißen. Denn alleine können wir das Klima nicht retten. Wir brauchen insbesondere auch die Entwicklungs- und Schwellenländer, denn da wird der Ausstoß an CO2 enorm zunehmen. Ich setze darauf, die anderen Staaten auch davon zu begeistern, dass es klappen kann, aus der Kernenergie und jetzt auch Stück für Stück aus der Kohle auszusteigen und dennoch eine Industrienation auch zum Erfolg zu führen.